Chigoll hierher kam, war hier alles anders. Nicht wie jetzt. Man sah hier zum Beispiel viele Drogen. Oder Kinder, die mal richtig gut im Fußball waren, aber dann alles aufgaben, weil sie süchtig wurden. Man kommt hierher, um Spaß zu haben. Manchmal hat man Probleme zu Hause und hier befreit man sich und geht fröhlich nach Hause. Hier sieht man das Negative, nicht das Positive. Aber ab dem Zaun nach innen ist es eine andere Geschichte. Für mich ist Chigoll das. Dinge gemeinsam erleben, ein besserer Mensch sein. Wir sind hier im Viertel El Montijo, in Cerro Navia, El Montijo Sur. Das ist ein Außenbezirk im Westen von Santiago de Chile. Das ist der Platz, auf dem wir mit Chigoll vor 12 Jahren starteten. Ich erfuhr damals über ein Projekt in Kolumbien und ich fand es sehr spannend, wie sie dort Fußball nutzten, um ganz andere Dinge zu erreichen als nur den Wettkampf. Es ging da um ein friedliches Zusammenleben, die Regeln wurden gemeinsam vereinbart. Ich sah eine große Chance darin, Fußball auf diese Art auch bei uns zu nutzen. Und wir nannten das dann Chigoll. Ich traf damals einen Spieler, den ich mal trainiert hatte, Cesar Marin. Und der wohnte in diesem Haus dort hinten. Und so kamen wir eines Samstags her, gingen aufs Feld und fingen einfach an zu spielen, zu jonglieren und luden dann Leute ein, die hier vorbeikamen und hier hinten auf dem Platz saßen und spielten dann jedes Wochenende hier. Ich fing 2005 an, da war ich 17. Ich kam dort mit dem Rad vorbei und sie luden mich ein, mitzuspielen. Und so kam ich dazu. Sie sagten, wir spielen hier in gemischten Teams. Und ich sagte, halt mal, Jungs und Mädchen zusammen? Wie bitte? Wie soll denn das funktionieren? Und so lernte ich die Chigoll-Spielweise kennen. Ohne Schiedsrichter und mit 3 Halbzeiten. Hier geht es nicht ums Gewinnen, sondern zu lernen, wie man Konflikte friedlich löst, wie man Regeln vereinbart und auswertet. Viele Jugendliche kennen das gar nicht, dass sie selbst Dinge in die Hand nehmen. Immer wird ihnen gesagt, was sie zu tun haben. Und hier waren sie es, die die Regeln für das Spiel festlegten. Und auch nach dem Spiel wurde gemeinsam ausgewertet, wie sich alle im Spiel verhalten haben. Also wir sind hier in der 3. Halbzeit und schauen, ob ihr die vereinbarten Regeln eingehalten habt. Und ich sagte ihnen, das hier ist der magische Kreis. Hier erzählen wir uns alles, was wir erlebt haben. Einigen gefiel das zuerst gar nicht. Nein, nur zu den Regeln, lasst uns spielen. Aber wir haben das vom ersten Tag an durchgezogen, nach diesen Regeln zu spielen. Und das war super wichtig, weil dies ihr Verhalten änderte und am Ende fanden sie es super, so zu spielen.
Und wir haben den Platz in Besitz genommen. So wurde die Cancha del Nino wirklich zu unserem Platz, für uns Jugendliche. Wir trafen uns immer samstags, um ihn zu säubern, Bäume zu pflanzen. Und so nahm dann der Platz Gestalt an. Da ging es um viel mehr als nur Fußball. Das war super wichtig für mich. Ich hatte damals eine schwierige Phase und keine Ahnung, wie es mit meinem Leben weitergeht. Klar, ich erinnere mich. Das war 2005. Damals lebte ich in Maipú mit meinem Mann. Maipú ist eine andere Kommune, die in dieser Richtung liegt. Da gab es viele Drogen. Und Juan zog irgendwann mit ein paar Jungs los, die mit Drogen zu tun hatten. So fingen sie dann an. Mit Drogen, mit Prügeleien, zogen mit Messern durch die Straßen. Da wollten wir ihn sofort rausholen. Denn wenn wir ihn dort gelassen hätten, hätte ich jetzt nicht den Sohn, den ich habe. Wir entschieden uns daher, dass er hier bei seinem Bruder leben sollte. Wir kauften ihm alles Mögliche, eine Waschmaschine, Sachen für die Küche, all das. Weil er ja allein hier war. Ich bin Pablo wirklich sehr dankbar, dass er ihn so sehr unterstützt hat. Ja, ich wusste, dass er und andere Marihuana rauchten und auch stärkere Drogen nahmen. Manchmal hatten sie geraucht und kamen zum Spielen. Da haben wir ihnen gesagt, wenn ihr rauchen wollt, raucht. Aber kommt danach nicht zu Chigol, wenn ihr geraucht habt. Oder ihr wartet, bis Chigol vorbei ist und raucht woanders. Die größte Herausforderung der Jugendlichen hier ist es, nicht in Drogen hineinzugeraten, weil es sehr leicht ist, hier in Cerro Navia an Drogen ranzukommen. Bis heute ist Chigol der wichtigste Ort in meinem Leben. Das sind jetzt schon 12 Jahre. Das war damals der Moment, in dem ich mir sagte, jetzt höre ich auf, so weiterzumachen wie bisher und habe in meiner Freizeit lieber Spaß bei Chigol. Unsere erste Reise mit Chigol war zum ersten Südamerika-Festival in Buenos Aires. Das war etwas sehr Prägendes für die Jugendlichen. Unser Projekt gab es gerade mal 3 Monate und wir wurden zu diesem Festival eingeladen. Bei der ersten Reise nach Argentinien hatten wir das Problem, dass Juans Vater hier arbeitete, aber ich nicht wusste, wie ich ihn erreichen konnte. Und er durfte nicht ohne die Unterschrift des Vaters reisen. Meine Unterschrift galt nicht, nur die des Vaters. Meine anderen Kinder sind aus meiner ersten Ehe. Aber der hier nicht. Der ist von einem Luftikus, der mir über den Weg lief, und kam auf die Welt. Also suchten und suchten wir ihn, aber fanden ihn nicht. Da wurde Juan wütend und wir gingen zu einem Notariat. Vor Wut trat er gegen eine Straßenlampe. Ich sagte ihm, hör mal, es gibt bestimmt noch so eine Gelegenheit. Nein, ich will aber jetzt gehen. Also rief ich nochmal an beim Vater und da kam er und unterschrieb. Da war er überglücklich. Es gab eine Abschiedsfeier im Haus von Jorge Montesino. Ich erinnere mich daran, als ob es gestern gewesen wäre. Die Jugendlichen waren glücklich und fröhlich, die Eltern genauso. Es wurde viel geredet. Manche Eltern sagten ein paar Worte zum Abschied. Einige waren sehr bewegt. Mir fiel es sehr schwer, ihn ziehen zu lassen. Wirklich schwer. Man hört so viele Dinge, die da draußen passieren, dass man Angst bekommt.
Es ist wirklich selten, dass Jugendliche aus einem Viertel wie hier in andere Länder reisen können. Am meisten lernt man, weil man mit anderen zusammenkommt, den Blick öffnet und sieht, wir sind nicht allein. Es gibt andere Organisationen, die genau das Gleiche machen wie wir hier im Viertel und mit denen wir uns zusammentun können. Wir haben irgendwie von hinten angefangen. Wir haben uns gleich mit der ganzen Welt verbunden, obwohl es unser Projekt erst ein paar Monate gab. Und das öffnete uns sofort viele Türen. Wir haben Kontakte und Freundschaften geknüpft. Da lernten wir auch eine Gruppe von Kickfair aus Deutschland kennen. Dadurch konnten wir später Begegnungen realisieren und sehen, dass viele Probleme der Jugendlichen ähnlich sind. Wir fuhren natürlich auch zum Flughafen, um sie abzuholen. Wir standen alle im Terminal und erwarteten sie, als sie ankamen. Was für eine Riesenfreude, als er dann kam. Nach der Rückkehr interessierten sich immer mehr Leute für Chigol. Vor allem, weil wir dann nach Deutschland eingeladen wurden. Dass wir nach Deutschland reisen, dass deutsche Jugendliche herkommen, ich glaube, das hat dem ganzen Viertel was gebracht. Weil die Leute anfingen zu schätzen, was die Jugendlichen machen. Dass Jugendliche aus anderen Breitengraden zu uns kamen, das bedeutet schon was. Klar. Und ihr seid ja auch gereist. Wenn sie woanders hinreisen, säen sie dort was. Bauen sie was auf, hinterlassen etwas. Ist doch wahr? Damit es dort weiter wächst. Wir müssen von der Welt lernen. Das Gute, nicht das Schlechte. Also Nachbar, bis dann. War toll, Ihnen zuzuhören. Meine Kinder habe ich schon früh zu Chigol gebracht und sie durften dann in verschiedene Länder reisen. Ich kenne hingegen nur Santiago. Ich kenne nicht mal mein eigenes Land richtig. Aber sie gehen in andere Länder und das gibt ihnen eine andere Kultur, ein anderes Denken. Da nehmen Sie viel mit? Und ich genauso. Alles, was ich gelernt habe, habe ich bei Chigol gelernt. Andere kennenzulernen, Zeit miteinander zu verbringen. Ich war immer Hausfrau und hier hat sich mir eine ganz neue Welt geöffnet. Als wir Pablo und César zurückkamen, fragten sie uns, habt ihr gesehen, wie die das in Argentinien gemacht haben? Wie fandet ihr das, wie dort die Älteren die Jüngeren betreut haben? Könnt ihr euch das auch vorstellen, Verantwortung zu übernehmen für die Straßenfußball-Workshops bei uns im Viertel? Und ich sagte, na klar, los geht's. Und es war ein Chaos. Sie stritten sich, warfen sich Schimpfwörter an den Kopf. Sie hatten keinen Respekt, hörten nicht zu. Aber das war unser erster Workshop. Und danach führten wir viele weitere durch. Das war wie ein Übergang. Erst waren wir die Teilnehmer, haben gespielt, dann waren wir die Mediatoren beim Straßenfußball, so mit 17 Jahren. Und dann waren wir schon diejenigen, die für das gesamte Projekt verantwortlich waren. Mit 17, 18 Jahren. Jung, super jung eigentlich. Heute geht es darum, gemeinsam Spaß zu haben. Es geht nicht ums Gewinnen, okay? Wir wollen spielen und alle gemeinsam Spaß haben. Nachher kommt dann noch eine Trommelgruppe. Das wird richtig gut. Diese Möglichkeit, selbst mitzumachen, ist ganz wichtig.
weil die Jugendlichen spüren, das hier ist mein Ort. Und deshalb helfe ich, ihn zu gestalten, pflege ihn, respektiere ihn. Sie übernehmen Aufgaben und helfen, das Projekt größer zu machen. Ich glaube, genau das habe ich bei Chigol gelernt. Verantwortung für die Organisation zu übernehmen. Mir mit anderen etwas vorzunehmen und das dann gemeinsam umzusetzen. Dann gibt es hier noch einen fortlaufenden Ausbildungskreislauf. Pablo sagt dazu immer, Mediatoren bilden Mediatoren aus. Ich bitte euch, meinen Kollegen zu respektieren. Er ist in einem Lernprozess und wird dann später den Straßenfußball-Workshop übernehmen. So mit 13 oder 14 Jahren waren wir zum ersten Mal Mediatoren. Ich erinnere mich noch, wie nervös ich war, weil ich noch nie vor einer Gruppe Kinder gestanden war, die mich ernst nahm. Alle einverstanden, dass wir mit Einwurf spielen? Wir haben wirklich tagelang geübt, damit alles klappt. Im Jahr 2007 wurde uns dann bewusst, was wir alles erreichen können. Wir hatten die Idee, dass die Jugendlichen an ihre früheren Schulen gehen und die Spielmethode dort anbieten. Und so fingen wir an, mit Chigol an Schulen in Cerro Navia zu arbeiten. Und im vierten Jahr, 2009, beschlossen die Jugendlichen, ein Jugendzentrum zu gründen. Sie erstellten eine Liste mit 15 Gründungsmitgliedern und organisierten ein Treffen, bei dem das Zentrum gegründet wurde. Wir sind hier im Haus von Juan. Wir waren die ersten Treffen des Jugendzentrums. Da wir keinen festen Ort hatten, trafen wir uns in den Häusern der Jugendlichen. Das waren sehr romantische Zeiten. Die Stimmung war immer sehr gelöst, sehr fröhlich. Auch wenn wir wenig hatten, gab es eine große Bereitschaft, das Projekt voranzubringen, bis wir es dann schafften, unseren eigenen Platz zu bekommen. Diese Fotos sind schon von unserem Jugendzentrum. Ein Platz, der uns Identität gab, von dem wir sagen können, das hier ist Chigol. Hier läuft alles ab. Das brachte uns den Vorteil, dass wir hier viel mehr Aktivitäten und Workshops anbieten konnten. Zum Beispiel dieser Junge hier. Er macht seine Hausaufgaben im Nachhilfe-Workshop, den das Zentrum für die Kinder und Jugendlichen der Kommune anbietet. Der Workshop Chigolitos Rap findet hier im Jugendzentrum von Chigol statt, wo die Jugendlichen gleich nebenan Straßenfußball spielen und wir hier im Container unseren Hip-Hop-Workshop machen, zu dem wir uns ein- oder zweimal pro Woche treffen. Wir haben hier ein kleines Studio aufgebaut, aus Spenden, die wir von Nachbarn bekamen. Zum Beispiel diese Scheibe hier hat ein Nachbar gespendet. Und so haben wir jetzt eine Art Aufnahmekabine. Das ist uns wirklich wichtig, dass wir hier gute Aufnahmen machen. Y
Die Themen, die wir über Musik bearbeiten, haben hauptsächlich mit der sozialen Realität zu tun, in der wir leben, und handeln vom Leben hier in unserem Viertel. Vom Guten, dem Schlechten, dem Hässlichen und dem Schönen. Hier im Viertel gibt es viele Drogen, viele Streitereien. Und darüber denken wir nach und schreiben einen Song zu diesem Thema. Ah, fast. Üb einfach weiter, immer wieder, bis es dann klappt. Dieses Jahr haben wir das Album Sembrando rausgebracht. Da steckt die Arbeit von einem ganzen Jahr dahinter. Und wir hatten auch die Gelegenheit, ein Release-Konzert zu unserem Album zu geben. In einem Kulturzentrum hier in der Kommune, zu dem ungefähr 100 oder 200 Zuschauer kamen, um unser aktuelles Produkt aus diesem Jahr zu hören. Das war ein super wichtiger Meilenstein für uns, dass die Musik, die wir machen, nicht hier drinnen bleibt, in der Kabine oder dem Container, sondern dass sie auch nach draußen geht. Diese Gruppe hat ihren Weg in der Kommune wirklich gemacht. Sie wurden als offizielles Jugendzentrum anerkannt und können somit Gelder beantragen, die die Kommune für soziale Projekte bereitstellt. Das bricht mit dem Vorurteil, dass man, nur weil man in einem ärmeren Viertel wohnt, keine Möglichkeiten hat oder nicht aus Chile rauskommen kann oder sich als Person nicht entwickeln kann. Servo Navia, eine stigmatisierte Kommune, umgeben von Kriminalität und Drogenhandel. Heute präsentieren wir live das Projekt Chigol, geleitet von Pablo Houston, dem Generaldirektor, und seinem Begleiter Juan Burgos. Ich hatte hier eine super Kindheit und auch eine gute Jugend. Ich habe es nie bereut, hier im Viertel zu leben, niemals. Auch wenn es eine stigmatisierte Kommune ist. Viele Menschen in Santiago kennen Servo Navia nicht mal. Hey, Alvaro, altes Haus. Hör mal, wir treffen uns heute Nachmittag zwischen 7:30 und 8 bei Chigol. Da gibt's eine Aktivität bei Chigol. Mit den Kindern? Alles klar. Um 7 komme ich rüber. Ich merke das schon, wenn mir die Kinder Fotos von anderen Projekten zeigen, dass wir hier irgendwie weiter unten sind. Aber wir haben dafür etwas anderes.
Alles, was wir machen, machen wir aus vollem Herzen. Und wir geben uns nicht mit dem zufrieden, was man uns gibt, sondern können selbst die Dinge ändern. Buenas, señor Diego. Es ist vieles besser. Die Kommune, das Viertel und die Kinder fühlen sich wohl. Sie machen Ausflüge, auf dem Platz spielen sie. Das ist wirklich gut. Das Projekt hat auch noch was ganz anderes erreicht. Nämlich, dass es viele der Jugendlichen auf die Uni geschafft haben. Ich glaube, ihre Erfahrungen bei Chigol haben ihnen geholfen, ihren Blick zu öffnen, andere Realitäten kennenzulernen, und das motivierte sie zu studieren. Und zwar Fächer, die mit dem Projekt zu tun haben. Juan studiert zum Beispiel soziale Arbeit, Fabian Soziologie. In dieser Generation bei Chigol, in der ich gestartet bin, haben viele diesen Weg eingeschlagen, uns weiterzubilden und dadurch zum Projekt beizutragen. Das Wissen nicht für uns mitzunehmen. Klar kann ich mich mit Wissen vollstopfen, aber welchen Sinn hat das, wenn ich es nicht hier in der Kommune nutze? Ich kenne Juan von klein auf, als Kind, als Baby. Wo er auch läuft, er wird von allen Seiten gegrüßt. Pilar rufen sie ihn, Onkel Juan, sagen die Kinder. Er kümmert sich wirklich sehr um die Kinder, läuft viel durchs Viertel. Er hilft ihnen, wenn sie krank sind oder irgendwas brauchen. Juan hat mir eine super schöne Kindheit ermöglicht. Er übertrug mir die Freude, dass wir auch da, wo wir leben, glücklich sein können. Wir waren jeden Tag hier. Jedes Wochenende sind wir früh aufgestanden und waren schon um 9 Uhr hier. Auch für die Schule half er mir. Er half mir immer voranzukommen. Für mich ist er eine ganz wichtige Person. Es ist ein ehrenwerter Kerl. Meine Kinder brachte ich immer zu Chigol. Sie sind dort aufgewachsen. Mit Juan, mit Flavio, mit Zambelli. Das sind ehrenwerte Leute. Da ist man stolz, dass es solche Leute gibt, die mit ihrem Engagement das Viertel vorwärts bringen. Trotz der ganzen Armut, die es hier gibt. Mensch, ich sage Ihnen, das ist unbezahlbar, was die hier machen. Ich habe ihm sogar gesagt, er solle als Stadtrat kandidieren. Wir unterstützen dich. Hier im Viertel würden ihn viele unterstützen. Er soll endlich als Stadtrat kandidieren. Ja, genau. Wir machen dir den ganzen Wahlkampf hier. Na klar. Ich überleg's mir. Nein, was gibt's denn da nachzudenken? Wie gut zu wissen, dass die Leute meine Arbeit wertschätzen. Für mich ist das vor allem die Arbeit meiner Mutter. Meine Mutter hat das gemacht. Und sie war es auch, die mich beschützt hat und mich immer wieder angetrieben hat, damit ich nicht falle. Weil man hier in solchen Kontexten leicht stürzen kann. Man kommt schnell mal vom Weg ab oder lässt die Arme hängen. Und meine Mutter hat uns immer gesagt, dass wir nie aufhören sollen zu kämpfen, egal was kommt. Immer alle Energie in das stecken, was wir machen. Für mich ist meine Mutter eine große Kämpferin. Eine Frau, die ganz allein dieses Kind vorwärts brachte. Mein Respekt für meine Mama. Ich kann manchmal kaum glauben, was mit Chigol alles passiert ist. Zum Beispiel, wenn ich Juan sehe, wie viel Kompetenzen und Power er hat, wie er ein Leader wurde für andere. Wie er durch das Projekt gewachsen ist, das löst bei mir ein starkes Gefühl aus.
Ich habe vollstes Vertrauen, dass er weiter vorankommt. Ich werde nicht sterben, bevor ich ihn nicht mit guter Zukunft sehe. Eine gute Frau, ein paar Kinder. Vorher werde ich nicht sterben. Ich kann dir heute nicht sagen, wie meine Zukunft sein wird. Meine Zukunft ist heute, wie ich mich heute an diesem Ort einbringe und wie ich meine Erfahrungen an die Jüngeren weitergebe, damit sie sich um diesen Ort kümmern. Wie es im Lied der Chicolitos heißt: Oh, ich sehe aus, gebe gute Vibes Tag ein, Tag aus. Meine neue Rolle, jetzt wo ich bald volljährig sein werde, ist es, den Schritten von Juan zu folgen. Das ist das, was er mir hinterlässt. Und jetzt bringe ich auch meinen Bruder mit zu Chigol, meinen kleinen Bruder, damit er dann auch mal meinen Schritten folgt. Und so habe ich auch einen Nachfolger, wenn ich irgendwann mal so weit komme wie Juan. Die Jugendlichen von Chigol haben sich weiterentwickelt, angefangen zu studieren und müssen sich dann natürlich um ihre Zukunft kümmern. Und da wir ihnen nicht anbieten können, dass sie bei Chigol arbeiten können, müssen sie woanders Arbeit suchen, was das Projekt natürlich schwächt. Viel wichtiger als die Schwierigkeiten ist für mich, wie wir in diesem Kontext hier durchgehalten haben. Wie wir es geschafft haben, etwas aufzubauen, das uns gehört. Ich sage den Jüngeren immer, hoffentlich gibt es diesen Platz noch in 20 oder 30 Jahren. Warum nicht? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir das schaffen. Ich stehe weiter zu 100% hinter dem Projekt. Das ist meine Hoffnung. Davon träume ich, dass wir uns eines Tages dem hier voll widmen können. Uns morgens treffen, den Arbeitstag besprechen, du gehst dorthin, du dorthin und sehen, dass wir davon leben können. Ja, listo.